Willkommen zurück bei Let's Play Thief. Eine erstaunliche Mehrheit in den Kommentaren hat sich dafür ausgesprochen, dass wir mit dem Nebenkram erstmal weitermachen. Und das lasse ich mir nicht zweimal sagen, denn der Nebenkram bei Thief ist so ein bisschen die Kirsche auf der Sahne. Und wir fangen gleich mal mit der Mission an, die hier unter diesem Fenster startet. Wir machen das mal anders. Wir nutzen mal die Karte, weil da kann man wunderbar auf die Stellen klicken und sich die Details anzeigen lassen. Schach und Matt. Ein Auftrag von Basso. Dieser verdammte Archie Maxwell ist mit meinem Springer abgehauen, nachdem er eine friedliche Partie Schach gegen mich verloren hatte. Ich habe nur zweimal geschummelt. Brich bei ihm ein und plündere sein Lager als Ausgleich für seine Schulden und suche meine Schachfigur. Das Pferdchen kann doch nicht ohne Gefährten herumlaufen. Dann holen wir mal die Schachfigur zurück. Das tut man nicht alles für besser. Ich werde das, glaube ich, grundsätzlich so machen, dass ich hier so ein bisschen... Ja, Fenster, du darfst aufgehen. Die Laufwege zwischen den kleinen Missionen sind gecuttet, es sei denn, zwischendurch passiert was Spannendes. Um das Video so ein bisschen kürzer zu halten. Jetzt einen schönen Tee. Ach, habe ich ja sogar hier stehen. Lecker Mango, Kokos mit grünem Tee gemixt. Wunderbar entspannt und dazu ein runder Thief. Ich hoffe mal, hier kommt jetzt nicht gleich einer rein, aber ich kann mich eigentlich nicht erinnern. Archie Maxwells Tagebuch. Orion wäre stolz auf mich. Letzte Nacht bin ich mit meinen Brüdern und Schwestern von den Götzen auf die Straße gegangen. Ich habe Vorräte aus jedem Laden in den Nebengassen gestohlen, den ich finden konnte. Jetzt ist alles im Keller eingesperrt. Die Kombination ist 677 oder 776 oder so ähnlich. Ich habe mich immer für einen friedlichen Menschen gehalten, aber die Unruhen machen etwas mit deinem Kopf. Seit ich Orion kenne, ist alles irgendwie so schwammig. Na, dann stört sich bestimmt nicht, wenn ich dich hier so ein bisschen ärmer mache, ne? Du hast jetzt eh politische Ziele und so. Da bist du an Reichtum bestimmt nicht mehr interessiert. Und ich nehme deine ganzen Schreib- und Trinkutensilien mit, die brauchst du nicht mehr. So, es gibt auf jeden Fall einen Safe, den wir ausräumen müssen. Ich weiß nicht, ob da die Schachfigur drin ist. Da steht der gute Typ rum. Scheint jetzt aber nicht zu bemerken. Na kommt, also so ganz realistisch ist das nicht. Es klappt zwar, aber... Ich meine, man weiß nie, was sich umdreht. Auch wenn es cool wäre ohne, aber nee. Lieber auf Nummer sicher gehen. Da wir irgendwie am abgefuckten Teil der Stadt uns befinden, wird hier wahrscheinlich eh keiner reinkommen und auf ihn stoßen. Der kann ruhig da liegen bleiben. Muss aber aufpassen, nicht, dass hier noch irgendwelche Fallen sind. Hat er sein gutes Zeug hier im Keller versteckt. Hat er ja selber gemeint. Drin. Kann ja sein, dass er da was versteckt hat. Aus irgendwelchen Grund will er den Knüppel an dieser Stelle nicht benutzen. Ja, das ist zum Beispiel von, wo einem das Spiel einfach die Kontrolle wegnimmt. Ich darf hier nicht den Knüppel schwingen. Gehe ich ein paar Schritte zurück, darf ich es wieder. Jo, läuft.
Da ist auf jeden Fall der Safe in der Wand. Und hier werden wohl die Grabsteine gemacht. Aber es ist auf jeden Fall nichts in den Vasen versteckt. Und da ist wirklich eine Falle. Wo ist die Entsicherung dafür? Gute Frage, wo ist die Entsicherung? Ah, ich sehe sie schon. Nochmal renne ich da nicht so amateurhaft rein. Und ja, das zeigt hier wunderbar, was so toll ist in den Missionen. Du hast so kleine individuelle Schauplätze, die auch nicht, die auch alle relativ unterschiedlich sind. Hast du mal so eine kleine Story dahinter. Hier ist es der Grabsteinmacher. Oder zumindest das Haus von ihm. Und ja, das macht einfach Spaß. Man hat ein bisschen was zu entdecken, entschärft hier deine Falle und erlebt so die kleine Geschichte des Ortes. So, jetzt müssen wir irgendwie das Passwort rauskriegen. Da ist die Schachfigur, vor die wir hergekommen sind. Und noch ein paar Notizen. Später überprüfen. Weg des Barons. Wohnung. Irgendein Schwarzkittel namens Olli hat während der Unruhen um sein Leben gebettelt. Er sagte, er hätte ein Beutelager, das man erreicht, wenn man ein Gemälde ins Auge sticht. Ich habe den Mistkerl trotzdem erledigt. Glaube aber dennoch, dass er die Wahrheit gesagt hat. Dieb schlägt Springer. Schach und Matt, ja, das ist ein schöner Schlusssatz. Und wir haben die Mission geschafft und verziehen uns. Aber halt, hier gab es noch ein Geheimnis, fällt mir gerade ein. Was echt ohne Fokus ziemlich wirklich arschig ist. Weil es gibt ja diesen Lüftungsschacht, der einen doch schon sehr leicht ins Auge fällt. Und dann gelangt man in diesen Raum hier. Wo wieder was versteckt wurde, was ohne diese Fokusfähigkeit also wirklich schwer zu finden ist. Und zwar... Ja, das gilt es jetzt erstmal zu finden. Ja, ich sehe es schon. Und zwar seht ihr da oben das runde Ding genau in der Mitte des Bildes gerade. Ja, das ist ein Schalter. Der unmöglich zu entdecken ist, wenn man nicht weiß, dass er da ist. Und wenn man keinen Fokus hat. Und man sucht sich hier dumm und dämlich, weil so ist in dem Raum nichts. So, ich werde jetzt einmal speichern, weil das Ding ist unglaublich futzelig zu treffen. Falls mir die Pfeile ausgehen, werde ich mal laden. Ja, das war eigentlich getroffen, aber... Oder halt mal, nee, die sind ja überall, ne? Ich sehe gerade. Sowohl da... Die sind überall, diese runden Dinger. Nur einer davon ist wahrscheinlich der Schalter. Es wird spannend rauszufinden, welcher. Ja, und das Ding ist, selbst wenn man das trifft, ist das so futzelig, dass es manchmal nicht registriert. Und ich werde das jetzt mal so lange machen, bis ich es habe. Und dazu werde ich jetzt wahrscheinlich cutten, weil das kann auch dauern. Bis ich da treffe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh my fucking Gott, ey. Ich dachte, ich pack das nicht mehr. Alter, ist das eine Scheiße. Denn man muss tatsächlich alle vier treffen. Und ohne Fokus und ohne Fadenkreuz hat man einfach kein Feedback, ob man auch wirklich trifft oder einen Millimeter daneben geschossen hat. Alter.
Das lief ganz gut, der aktuelle Versuch. Meine Fresse. Vor allem öffnet sich hier sowas Fettes. Das hatte ich nämlich schon mal ganz vergessen. Tauchen mal eben so eine Krypta ab. Holy shit, ey. Das wollte gar nicht mehr funktionieren. Ob sie die verstecken, sowas Geiles hier hinter so einem Scheiß. Mit Fokus und Zielvermögen geht es ja, ist kein Ding, aber ohne. Boah, ey. Man hat einfach kein Feedback, aber jetzt habe ich es geschafft. Ich bin froh. Hier scheint eine kleine Modellstadt aufgebaut zu sein und ein fettes antikes Goldstück. Aber vor allem guter Fund. Ein neues Sammlerstück. Der Harlekin-Armreif. Dieser Armreif gehörte Lady Esther, deren Gatte unerwartet, aber friedlich im Schlaf verschied. Wir wollen Blut sehen. War das arschig versteckt. Ich guck mal, ob hier irgendwo noch ein goldenes Gefäß rumsteht. Oder ein antiker Armreif. Alles golden, auf jeden Fall gut wertvoll. Haben wir fast die Hälfte des Geldes wert drin, was der Seilfall gekostet hat. Ja, so in etwa. Mal ein bisschen auf Grabräuber hier. Okay, damit haben wir den Nebenschauplatz endgültig abgegrast und das ultimative Secret auch noch mitgenommen. Holy shit, ey. Also das, ich weiß ja, dass sowas nicht nochmal so krass vorkommt. Das hier ist schon so eine Überstelle, was das angeht. Was den Schwierigkeitsgrad ausmacht, wenn man die Hilfen nicht dabei hat. Holy shit, ey. Man kann es auch nicht rausfinden. Also wenn man es nicht weiß, kommt man niemals drauf. Ich habe das damals, glaube ich, auch nur in einem Guide gesehen oder so. Sonst wäre ich da niemals drauf gekommen bei meinem Spielstil. Ich meine, ich finde es cool, dass sie diesen Fokus auch irgendwie für so coole Sachen gebrauchen. Aber es ist halt blöd, wenn du den dann nicht benutzt und gar nicht auf die Sachen kommen kannst. Das ist kein gutes Game Design. Aber der Auftrag ist jetzt endgültig abgehakt. Hat ja nur länger gedauert, als ich erwartet habe. Auf zum nächsten. Pinselstrich des Wahnsinns. Stil das Gemälde. Vor einiger Zeit wurde ein Maler in die Heilanstalt von Moira eingeliefert. Vorher war er gesund. Danach so irre wie ein verwundeter Burrick. Er hat angefangen, seine Albträume zu malen, sich dann aber umgebracht und jetzt sind seine Gemälde richtig viel wert. Ich weiß, wo sich eines davon befindet. Hol es dir, damit wir von seiner plötzlichen Beliebtheit profitieren können. Oh ja, da denke ich nicht zweimal nach. Ich liebe diese Gemälde, habe ich ja schon 5000 Mal gesagt. Und ich will die eh alle mitnehmen. Und daher erstmal über die Straße ein Dieber klimmen. Denn das dürfte hier ganz in der Nähe sein. Was kommt als nächstes? Spürst du das, Freund? Das ist die Freiheit, die Stärke der Menschen. Ich spüre es. Sie brennt wie Orions Berührung. Den nächsten Seilfall verbraten. Da braucht man ganz schön viele für. Wir müssen mal gucken, nicht, dass hier irgendwelche Fallen sind. Aber da ist schon das Gemälde. Spürst du das, Freund? Das ist die Freiheit, die Stärke der Menschen. Ich spüre es. Sie brennt wie Orions Berührung. Und es sieht nicht so aus, als wäre irgendwelche Fallen. Was die wohl in den Eintopf werfen? Im Gegenteil. Moira Entlassungsschreiben. Mr. Montanessi, hiermit empfehlen wir mit großer Freude eure Entlassung aus der Heilanstalt von Moira.
Ihr habt bemerkenswerte Fortschritte erzielt, was die Reue bezüglich des Todes eurer Familie angeht, und könnt nun ohne Bedenken in die Stadt zurückkehren. Wir wünschen euch alles Gute für euer neues Leben. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Hanfield. Der alte Penner. Man hat ja gesehen, wie gut es ihm ging. Und hier ist unser Ziergemälde schon. Mal wieder mit den Nippeln. Die mochte er besonders. Ein das schönes ist sicher Stück. Ein Original. Ja, Garrett, nicht durcheinander reden. Die Gefahren der Verführung. Auf der Rückseite dieses Gemäldes steht: Kälte und Einsamkeit fühlen sich körperlich genau gleich an. Nicht nachlassender Druck und die Gleichgültigkeit der Welt. Ein friedlicher Zustand. Ein weiteres Gemälde mitgenommen. Gemäldebestellung. Mr. Montanelli, vor kurzem erst bin ich auf eure Arbeit aufmerksam geworden. Ich würde gerne 7 Kopien eures wunderbaren Gemäldes Dandy mit Hahnkopf im Auftrag geben. Das Vergnügen wäre mir eine erkleckliche Summe Geldes wert. Ich hoffe, dass wir mit dieser Geste des guten Willens jene unerfreuliche Episode in der Heilanstalt zu den Akten legen können. Hochachtungsvoll, Lord Abercrombie. Den Hahn haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Und wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir mal mit, was noch in dem Nebengebäude ist. Oder wo auch immer das hier hinführt. Ich glaube, das ist hier wirklich nur ein typischer Lüftungsschacht, der einfach nur nach draußen führt. Genauso sieht's aus. Und damit haben wir den. Versuche nicht trübsinnig zu werden. Da haben wir den nächsten Auftrag schon mit abgehakt und gucken direkt mal, was hier noch so in der Nähe ist. Na, irgendwas in dem Viertel hier, was ist das? Stiehl Lady Christinas Testament, ja, das ist ein Abschnitt weiter. Stiehl das Diebesmanuskript. Beim Schlüpfer der roten Jenny. Einer meiner Klienten hat sich als Wortschmied entpuppt. Ein Schriftsteller. Er hat ein Buch über die schmutzige Schattenseite der Stadt geschrieben. Mit mir als Hauptperson. Finde ihn im Black Forum und vernichte sein Manuskript. Ich muss auf meinen Ruf achten. Wirklich? Ja, holen wir das Ding mal, ne? Wenn ich hier hochkäme. Die Nacht dauert ewig. Das dürfte nicht so weit weg sein. Ne, ist auch gleich hier um die Ecke. Ich brauch was zu trinken. Ist es hier drin oder ist hier was anderes? Kann auch sein, dass es unten auf der Straße ist. Ah, nee, das hier ist was anderes. Das lädt nämlich einen neuen Stadtteil. Aber dann machen wir diese Mission halt zuerst jetzt. Das ist nämlich das, wo ich schon mal durchgegangen bin. Deaktiviere alle Fallen. Meine Leute haben Ärger auf dem Weg des Barons. Ein Emporkömmling hat seinen Dachspeicher zum Privateigentum erklärt. Entschärfe seine Fallen und mache die Dächer wieder sicher, zumindest für uns. Deswegen wollte ich das damals nicht machen, weil ich den Auftrag ordnungsgemäß abhaken wollte. Und dann machen wir das jetzt mal. Keine Fallen mehr. Gut, dass ich hier war. Sonst hätte sich noch wer verletzt. Ja, es war eine harte Mission, muss ich schon sagen. Guck mal kurz nochmal auf die Karte. Okay, jetzt zeigt er mir gerade nur das Haus an. Das ist nicht so hilfreich. Das Gemälde hier, stiehl alles aus dem Hehlerladen. Nee, das ist schon wieder was anderes. Nee, ich will jetzt erstmal das Diebesmanuskript holen. Bastard! Dreckiger Schwarzkittel-Bastard! Er ist tot, Bruder! Wer lacht jetzt, Schwarzkittel? Das Wetter schlägt um. Sind nicht mehr sicher. Tja, wer lacht jetzt? Von diesen neuen Lampen kriege ich Kopfweh. Sie ist positiv. Jetzt verhungern wir wenigstens bei Licht. So, dann muss das hier drin sein.
der gute Dichter. Der hier in einer kleinen Bruchbude gehaust hat. Oder haust. Aber wer, mein Freund, ist bereit, eine so kitschige Romantisierung des Lebens eines gemeinen Diebes zu veröffentlichen? Clock Tower Bookbinders, drüben auf dem Platz. Sie sagen, das sei genau das Richtige, um die Aufmerksamkeit der Wache zu erregen. Hätte ich einen größeren Vorschuss bestätigt. Ohne Zweifel. Das heißt, wir finden das Manuskript hier gar nicht, ne? Jo, jetzt müssen wir zu den Buchbindern. Eigentlich ganz cool gemacht, dass man hier nochmal einen kleinen Standortwechsel hat. Dann gucken wir mal, ob hier nicht noch irgendwas für uns ist. Brieföffner können wir bald einen Laden mit aufmachen. Alles klar, dann schnell rüber zu den Buchbindern. Joggen ein bisschen mit unseren Stiefeln über die Dächer. Ja, Garrett, du darfst runtergehen, also... Königreich für einen Kaffee. Schön weitergehen, Hooligans. Ich muss mal kurz hier rein. Wie war denn das? Gab's hier nicht einen Eingang? Gab es da irgendwo einen Eingang, oder? Muss ich an die Seite lang gehen? Ja, genau hier. Da ist ja unser Freund Balki. Der chillt hier so ein bisschen. Und wir sind drin. Allen toten Göttern. Ring, ring, ring. Garrett ist da. Register des Buchbinders. 12.06. Der mechanische Hammer und andere Kurzgeschichten. 3. Auflage. Bantel. Erworben. Fleischeintopf, Witze, Lieder und Lügengeschichten. Blablabla. Bla bla. Der Fluch des Markierten. Potts erworben. Stadtführer durch Südviertel für Adlige oder primitives Leben. Urlaub von den Geboten der Höflichkeit. Odell erworben. Diese verdammte Stadt. Hansley. Gekauft. Entfernte Schreie und rennende Füße. Erste Auflage. Unbekannt. Gekauft. Die Bücher haben aber eine seltsam herausstechende Textur. Die werden wir uns gleich mal näher ansehen. Da nicht irgendwo unser Manuskript steckt. Voila die Geheimtür. Voila die schwebenden Bücher. Wer braucht schon Leitern? Und das dürfte das Manuskript sein. Das sieht besser überhaupt nicht ähnlich. Er trug es immer wie sein billiges Parfüm. Dick aufgetragen. Was steht denn da so Schönes drinne? Diese verdammte Stadt. Ein Originalmanuskript von G.T. Hansley. Geschätzte Leser. Von eurer Schlafkammer aus könnt ihr nur vermuten, welches Ausmaß Diebstähle und Verbrechen ganz allgemein in den Straßen angenommen haben. Vergleichbar mit einer Meute ausgehungerter Ratten.
Ihr müsst nun sehr tapfer sein, denn dieser Autor hat in all seiner Bescheidenheit vor, euch tief in eben diese Finsternis zu führen. Warum schreibt er alle Verben groß? Stellt euch einmal einen Bösewicht im Schatten vor, einen großen Mann mit breitem Gesicht samt Kinn und ebensolcher Gestalt, der gleichzeitig süßlich und nach verschwitzter Absteige riecht. Und zusätzlich ist da noch ein wilder Hauch, wie die Markierung eines ungezähmten Vogels. Und seht, der Vogel selbst erscheint, als käme er direkt aus der Hölle, und setzt sich mit großem Geflatter auf die schmutzigen Finger, die der Pfeifenrauch längst gelb gefärbt hat. Baffo tritt vor. Es wird spät. Der Baffo. Okay, nächsten Nebenauftrag erfüllt. Die Liste wird schon kleiner. Na gut, erstmal wieder hier raus, damit wir mal wieder eine ordentliche Karte haben. So. Gibt's hier noch was Schönes? Ja, das ist bestimmt der Uhrmacher, oder? Ne, das ist das eine Ding, wo wir nochmal das Gebiet wechseln müssen. Aber wenn wir schon mal hier hinten sind, Stierladies Christinas Testament. Lady Christina ist an der Schwermut gestorben. Als sie verrückt wurde, hat sie ihr Testament versteckt. Und jetzt müssen ihre Kinder nach Riverside oder Schlimmeres. Durchsuche ihren persönlichen Besitz bei Leatherwoods auf dem Weg des Barons. Wer ihre Familie vor dem Armenhaus bewahrt, erhält einen schrecklichen Anteil der Erbschaft. Na dann, auf geht's. Da können wir eigentlich auch gleich nochmal bei Hector vorbeischauen. Der dürfte jetzt auch den nächsten Auftrag für uns haben. Aber erstmal kümmern wir uns um das Testament. Frag mich, wie Garrett da mal die Wand hochklettert, bevor er die Kralle benutzt, wie so eine Spinne. Mann, Balki, wie kommst du denn von da unten so schnell hier nach oben? Das Geheimnis musst du mir unbedingt mal verraten. Du musst doch irgendwie aus der Stadt rauskommen. Und wenn wir schon mal hier sind. Ja. Boah, feuern wir mal noch unseren guten Seilpfeil. Das hat sich gar nicht gelohnt. Aber Hauptsache, wir haben es abgehakt. Nicht mal ein Sammlerstück. Bäh. Nun gut. Holen wir uns das Testament. Na? Huscht hier jemand herum? Wow, wo kommt ihr denn her? Ich miss Karl. Oh, scheiße. Boah, wie ich da gerade weggekommen bin, das war reines Glück. Kommt raus! Zwingt mich nicht, euch zu suchen! Dass die jetzt da rumhängen, hatte ich gerade irgendwie nicht mit gerechnet. Komm raus aus den Schatten! Ihr müsst euch nicht vor mir verstecken! Komm raus aus den Schatten! Ich finde euch! Verlasst euch drauf! Ja, mach mal. Warum versteckst du dich? Ich bin ungefährlich. Nichts. Falls hier jemand war, ist der jetzt weg. Seid vorsichtig, wenn ihr leben wollt. Den Penner habe ich jetzt aber echt nicht gerechnet. Bei allen toten Göttern. Die
waren wir, glaube ich, auch schon mal drin gewesen, wenn ich mich nicht irre, aber das werden wir gleich sehen. Wenn ich das eine Gemälde schon mitgenommen habe, was hier auch zu holen ist. Auf jeden Fall erstmal das Testament. Was kommt als nächstes? Das, glaube ich, hier versteckt war. Das wird Lady Christinas Kinder von ehrlicher Arbeit abhalten. Letzter Wille und Testament. Im Jahre der letzten Northcrest-Regentschaft lassen wir die Raben, ich Lady Christina, hinterlasse meinen Vögeln. Bei klarem Verstand. Ich hinterlasse meinen gesamten Glitzerkram den Vögeln. Hinterlasse den Vögel. Mache mein Vermögen meinen geliebten Söhnen und meiner Tochter, Vögel. Beglaubigt im Namen der Verwaltung des Barons durch Milligan und Söhne, Notare Südviertel. So, das wäre schon mal das Testament. Jetzt gucken wir mal, ob ich auch den geilen Shit mitgenommen habe. Ja, den habe ich schon mitgenommen. Alles klar. Nächste Nebenmission erfüllt. Ja, das geht, wie gesagt, relativ fix. Die sind nicht alle so lang. Aber wir haben noch eine ganz schöne Liste hier, ne? Ach, wir haben ja schon den Auftrag von Vittori bekommen. Die Leiche des Diebes, ja, ich erinnere mich. Okay, dann werde ich jetzt mal zurück in die Stadt humpeln. Und da machen wir noch 2-3 Aufträge für dieses Video. Ziehe ich erstmal so weit durch, wie ich durchziehen kann. Es gibt noch ein paar Aufträge, die kriegen wir erst noch wahr. Wir haben noch nicht den finalen Stadtteil freigeschalten. Da hat kein Rudolf ganz recht, der hat das in den Kommentaren erwähnt. Mit mir ist nicht gut Kirschen essen. Kommst du da auf einmal her? Vermutlich war sie nicht richtig eingehängt. Ich warte auf dich. Junge, pack den Whisky weg. Und nimm diesen Typen auf. Wer hat das denn jetzt gesehen? Es geht gar nicht. Geht ja gar nicht. Ich habe gerade jemanden gesehen. Ich warne euch. Ich werde kämpfen, wenn nötig. Ja, dann kämpf mal. Ich bin weg hier. Okay, bis gleich. Ich schätze, da war nichts. Jo, klappt der super mit Eleganz und so. Ah, diese kontextsensitive Steuerung, also manchmal. Es ist ja irgendwie cool, ne? Aber mehr als oft klappt es nicht so, wie es soll. Jetzt kletter doch mal da hoch, es ist doch weiß markiert. Mach's doch nicht so kompliziert. Waren wir hier schon drin? So mal randommäßig. Können wir ja mal gucken. Ich heb mir zwar das Stadterkunden und nochmal abgrasen fürs ganz zum Ende auf. Wenn wir das Spiel durch haben, um noch so ein bisschen zu philosophieren drüber. Aber wenn wir schon die Nebenaufträge machen, können wir ja schon mal uns so ein bisschen umgucken. Und im Grunde, wenn man alle Bassaufträge macht. Dann sieht man auch schon so die wichtigsten Stellen der Stadt. Vor allem, wenn man alle hintereinander macht. Und so ein bisschen über die Dächer huscht und hier und da guckt und hier und da macht. Da ist auf jeden Fall noch ein silberner Bilderrahmen. Oh,
nee, hier haben wir tatsächlich noch nicht. Noch ein paar goldene Ohrringe nehmen wir mit. Freuen wir uns drüber. Denn wir haben einen nächsten Auftrag ausgewählt, der gleich hier drüben stattfinden sollte. Und hoffentlich keinen Seilfall braucht, wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe. Oh scheiße, ich brauche einen Seilfall, ne? Ach verdammt. Ja, ich brauche einen Seilfall. Mann, ist das nervig. Für jeden Scheiß braucht man hier einen Seilfall. So, da sind wir wieder. Zurück mit zwei Seilpfeilen. Und wir können hier mal weitermachen. Und ich zeige euch erstmal, welchen Auftrag wir eigentlich gerade machen. Tintenstrick. Beschaffe Bassos Füller. Little Davy ist dank der Wache am Galgen gelandet und er hat den Lieblingsfüller meiner alten Großmutter mitgenommen. Er ist für mich mehr wert als Gold, Garrett. Der Henker soll ein Dreckskerl sein. Durchsuche sein Haus in Blackfur und finde meinen Füller. War so eine süße kleine Story, die darum geschrieben wurden. Finde ich sogar so 2-Minuten-Mission nicht verkehrt. Das Ding hier habe ich damals ewig gesucht. Wenn man das nicht findet, kommt man nämlich nicht an diese Brücke hier. Ein Lynchmob auf den Straßen! Die Götzen hängen die Schwarzkittel auf! Jetzt haben andere den Strick in der Hand. Ihr seid schon so ein Lynchmob, ey. Die drei Leute. Die da ein paar Leute aufknüpfen. So, jetzt kommen wir nämlich auch hier rein. Eigentlich lohnen sich die Nebenmissionen sowas von gar nicht auf dem finanziellen Schwierigkeitsgrad, den ich eingestellt habe, da der so total unrealistisch unbalanced ist. Die Seilpfeile einfach mal über 400 kosten. So viel kriegt man nicht mal in 5 Nebenmissionen zusammen. Also das hätten sie ein bisschen besser balancen müssen, indem das halt nur ein bisschen teurer ist, als es schon sowieso auf sehr schwer ist. Und das nicht so überdimensional übertreiben. Haben auch alle dieselben Geheimmechanismen, ne? Hoffentlich kommt das Räucherfleisch nicht von hier. Das kann niemand so genau wissen, Garrett. Direkt da so die Zwiebeln daneben, das sieht schon sehr verdächtig danach aus. Memoiren des Henkers. Der schreibt sich natürlich immer was über die Leute auf, die er umbringt. Rochester Verrat. Adlige werden nur selten gehängt. Habe ein Viertel von Fleisch und die Zunge genommen. Schmeckte irgendwie nach Silber. Neely, einfacher Diebstahl. Habe ein Pfund Fleisch genommen. Normale Qualität, gut kochbar. Etherington, Zwangsrekrutierer. Habe ein halbes Pfund Fleisch genommen. Gute Qualität, starker Wildgeschmack. Erlegt von Wachmann Dobbs. Ormsby, Totschläger. Zu dünn für Fleisch. Habe Atem, Organe und Herz entnommen. Ja, Mahlzeit bei dir, ne? Sieh an, Besso kann schreiben. Und ich dachte immer, er kann nur reden. Das hätten sie zum Beispiel auch zu einer richtigen Hauptmission machen können, finde ich. So eine Creepy Stories, wo der Henker auf einmal so ein Kannibale ist, der den Gehängten mal eben so ein bisschen Fleisch und Organe nimmt und das zu Hause sich zubereitet. Wunderbar creepy, hätte man viel mehr daraus machen können. So, haben es heißt, sie machen aus Menschen Kerzenwachs. Das ist lächerlich. Woraus sollen sie es denn sonst machen? So, haben wir jetzt alle in diesem Main Hub gemacht. Habe ich die Tafel da unten eigentlich schon mitgenommen? Weiß ich gar nicht. Denn wenn ich schon mal hier rumspringe... Wir müssen uns ja gleich hier mal umsehen. Ja, habe ich schon mitgenommen.
Gut, dann gucken wir mal, ob es in diesem Main-Hub hier noch irgendwelche Aufträge gibt. Ich denke mal, die meisten werden im Südviertel rumhängen. Oh, ich kann ja sogar drehen. Hui. Die meisten sind eindeutig im Südviertel, weil hier sehe ich jetzt keine Punkte mehr. Sieht alles ruhig aus. Das ist bestimmt die Königin der Bettler, genau. Ja, nee, ist alles ruhig. Also wir begeben uns jetzt ins Südviertel, da erwarten uns noch 3 Aufträge mindestens. Und der Rest ist anscheinend für Stadtviertel, die wir noch nicht freigeschalten haben, oder ich übersehe gerade irgendwas. Dann machen wir danach erstmal wieder die Hauptmission. Aber wir werden mit dem vom Ektor erstmal auf jeden Fall noch mindestens ein Video lang beschäftigt sein. Weil das sind ja größere Nebenmissionen. Bis dann!